Eine Folge, eine einzige Folge gibt es heute noch, dann mache ich Feierabend. Das Spiel hat mich ein bisschen gefesselt, aber ich muss noch andere Sachen machen. So, Gemälde haben wir auch noch an der Wand. Willkommen zurück hier bei den Ratchets. Ein Ölgemälde in einem vertrauten Stil ist ein einsames Zugeständnis an die Ästhetik. Seine Linien und Farben versuchen, den Raum wärmer erscheinen zu lassen. Doch die Wirkung ist eher verstörend. Das Bild passt zu diesem Zimmer wie eine Tarantel zum Tee. Der schwächliche Kamin, in dem ein einziges Stück Kohle brennt, kann noch nicht einmal den Kessel erhitzen, der darüber hängt. Er kann erst recht nicht den Raum wärmen. Oh Gott. Okay. Aber sie haben schon elektrisches Licht. Zwei ungerahmte Fotografien sind sauber auf Pappe aufgeklebt. Die Bilder zeigen heranwachsende Jungen, nett angezogen, aber in ziemlich unnatürlichen Posen, mit einem schüchternen Lächeln auf ihren Gesichtern. Einer der Jungs sieht dem Gemüsehändler ähnlich. Oh, die Uhr. Eines der wenigen Zugeständnisse an die Neuzeit in diesem Zimmer ist eine einfache Pendeluhr. Sie zeigt im Moment die genaue Uhrzeit irgendwo in der russischen Steppe an. Ein einziges Fenster versorgt den Raum mit Tageslicht. Es ist von verwaschenen, zerschlissenen Baumwollvorhängen eingerahmt. Den Flaggen besiegter Respektabilität. Eieiei. Das Fenster bietet einen Ausblick auf eine deprimierende Gegend, der aber kaum genutzt werden dürfte. Okay. Also, mit ihm mal versuchen anfangen zu reden. Wo willst du hin, Holmes? Warum gehst du jetzt um den Tisch? Warum bleibst du nicht bei ihm stehen? Wollen Sie dem noch irgendetwas Sinnvolles hinzufügen, Mr. Ratchet? Ich vergöttere alles, was sie sagt oder gesagt hat. Das Salz der Erde, so ehrlich wie der Tag lang ist. Ein echter Kumpel. Okay, ich glaube, die Programmierer haben jetzt gedacht, dass ich mich zuerst mit Mrs. Ratchet unterhalte. Ja, na okay, komm. Mein Bruder ist momentan unpässlich, Mrs. Ratchet. Sie können mit mir genauso reden wie mit ihm. Der echte Mr. Holmes würde sich hier nicht reinschleichen wie ein Rattenfänger. Eine geschlossene Tür ist für jemanden wie Sie wohl kein Hindernis, wie? Ich möchte mit Ihnen über das Dokument sprechen, das im Ministerium verschwunden ist. Ich habe nichts gestohlen. Ich sage nichts mehr über diese Formel. Wollen Sie mich dazu verleiten, meinen Eid zu brechen? Genau, Schatzi. Beantworte keine Fragen, dann brauchst du nicht zu lügen, wie? Soll ich dir den Kerl vom Hals schaffen? Sei still, Aloysius. Ich kenne meine Rechten und meine Pflichten. Ich habe den Official Secrets Act unterschrieben. Sie haben keine offizielle Autorität hier, wie immer Sie auch heißen mögen. Sie können jetzt gehen. Stimmt genau, Mister. Gehen Sie ein bisschen rotieren. Nee, so schnell kriegst du mich nicht von der Backe. Wann haben Sie zum letzten Mal den Saal gereinigt, aus dem die Formel verschwunden ist? Wenn Sie der echte Mr. Holmes geschickt hätte, wüssten Sie das. Sie können genauso gut wieder auf Ihr Rad steigen, wissen Sie. Von mir erfahren Sie nichts mehr. Ich rede nicht mit Fremden über meine Arbeit. Sir Avery glaubte, sein Name könnte Sie zur Kooperation bewegen. Er ist ein Gentleman, kein verlogener Anschleicher wie gewisse andere Leute. Sie kommen weder von Sir Avery noch von Mr. Holmes. Sind Sie Polizist oder bloß ein Verrückter? Aber du hast mich in deine Wohnung gelassen, ne? Was habe ich denn da auf dem Kaminsims vielleicht übersehen? Ah, die Büchse der Pandora vielleicht? Schleich. Er geht auch komisch jetzt. Eine Gipsbüste von Karl Marx, dem Gründer des internationalen Sozialismus und prinzipiellen Verfechter des dialektischen Materialismus, hat einen Ehrenplatz auf dem Kaminsims. So, aber meine Liebe, ich kann hier nämlich was zeigen, nämlich was ich nämlich vom Ministerium habe, nämlich. Das hier? Ne, doch nicht. Scheiße! Ich dachte, ich könnte ihr jetzt was zeigen. Ach, das ist ja kacke. Damit habe ich jetzt aber nicht gerechnet. Okay, jetzt vielleicht nochmal mit ihm reden? Oh, und jetzt einmal wieder schön um den Tisch latschen. Nee, doch nicht. Hä? Okay, was habe ich hier übersehen? Nö. Brennholz. Wo liegt das denn? Ein kümmerliches Häufchen aus Zweigen und Verpackungsfetzen dient als Brennholz für bescheidene Ansprüche.
Okay. Hm. Ja, hä? Das war jetzt nicht gerade sehr erfolgreich, was wir jetzt hier gemacht haben. Den kann ich auch nicht öffnen. Och, nö. Mann, ey, was habe ich denn jetzt hier übersehen? Nee, Kästchen. Warum kann ich das eigentlich nicht öffnen? Mal so bescheiden gefragt. Holmes öffnet doch sonst immer alles. Hm. Tja. Hm. Und ich habe jetzt so gehofft, dass ich ihr die ganzen Sachen jetzt um die Ohren pfeffern kann hier. Vielleicht meine Karte geben? Jawohl. Heute kann sich doch jeder, der es sich leisten kann, eine Karte anfertigen lassen. Die beweisen gar nichts. Sehr unpersönlich. Moment. Ah. Mr. Holmes' Ring ist mir schon mal aufgefallen. Er muss Hunde sehr mögen. Sie haben ihn von seinem Finger gestohlen? Ausgeborgt, Mrs. Ratchet. Er beweist, dass ich die Wahrheit sage. Es beweist nur, dass Sie seinen Ring haben. Sonst nichts. Schreib die Schafe herein. Schreib die Schafe herein, bevor es gießt. Schreib die Schafe herein. 15 Mann auf den toten Mannes Kiste. Joho! Und der Buddel voll rum. Tadada. Ist klar. Er hat Spaß. Er hat Spaß an den Backen. Das ist schön. So, was haben wir denn sonst noch hier Schönes? Jetzt gehe ich alles durch hier, genau. Vielleicht kommen Sie wirklich von Mr. Holmes. Er war immer sehr fair zu mir. Gut, nehmen wir also erstmal an, dass Sie die Wahrheit sagen. Ja, danke. Endlich. Könnten Sie Mr. Ratchet bitte rausschicken, damit wir reden können? Wohin soll ich ihn denn schicken? Auf die Straße? Er ist Alkoholiker. Ich kann ja kaum mich selber hören, geschweige denn Sie. Gin und Abendessen mit Baron Humphrey haben seine Gesundheit ruiniert. In dieser Laune können ihn nur wohldosierte Stimulantien beruhigen. Ich dachte eher an einen wohldosierten Schlag über den Schädel, vielleicht mit einem Schüreisen. Schreib die Schafe herein, schreib die Schafe nicht schon wieder herein, bevor es gießt. Schreib die Schafe herein. 15 Mann. Ja, komm. Ist gut jetzt. Ich kürze das mal ab. Dürfte ich mich denn statt einer vernünftigen Konversation bei Ihnen ein wenig umsehen? Aus welchem Grund? Ihnen ist doch sicher klar, dass Sie eine der Verdächtigen im Falle der verschwundenen Formel sind. Ich hatte die Gelegenheit und meine politischen Überzeugungen liefern das Motiv. Das ist engstirnig und beleidigend. Sie würden also kein Verbrechen begehen für eine Sache, von der Sie überzeugt sind? Meinen Arbeitgeber berauben und mit Staatsgeheimnissen handeln? Niemals. Ich lasse mir von keinem Mann etwas vorschreiben und von keinem Land. Durchsuchen Sie die Wohnung, wenn Sie wollen. Ich bin sicher, Sie würden mir ohnehin mit Entlassung oder Haft drohen, wenn ich mich weigerte. Drucksen Sie nicht so herum. Sei mir nicht so zickig. Gibt es eine andere Art, Mr. Ratchet ruhig zu stellen? Typisch für ihresgleichen. Die weniger Glücklichen einfach unter den Teppich kehren. So tun, als gäbe es sie gar nicht. Haben Sie einen starken Kaffee oder Tee, Madam? Wollen Sie jetzt auch noch verpflegt werden? Ich habe keine Luxusgüter hier, Mr. Holmes. Das Proletariat hat schon von den lebenswichtigen Dingen zu wenig. Hallo, dein Sohnemann arbeitet unten im Lebensmittelladen. Geht's noch? Ich muss Ihnen einige wichtige Fragen stellen. Hier gibt es ein paar komische Gegenstände. Schreib die Schafe rein. Ruhe. Oh. Hä? Ich muss Ihnen... Schreib die Schafe rein. Schreib die Schafe rein, bevor es gießt. Schreib die Schafe rein. Na, okay. Okay, meine Liebe, was kann ich dir denn sonst noch zeigen? Das, das und das. Zack, zack. Ich gehe jetzt hier alles mal durch. Aha. Die Zusammenfassung.
Ich erkenne die Handschrift von Mr. Holmes. Er hat mir mal eine Nachricht geschrieben. Das ist doch ein Anfang. Na, siehste. So langsam werden wir warm, wir zwei. Die Pistole an die Schläfe halten. Das schon werden wir warm. Zeitung glaube ich nicht. Uhrendeckel, nicht, ne. Dann, jetzt bin ich mal gespannt bei dem Siegel. Nee, immer noch nicht. Ich hätte gedacht, dass ich ihr das wenigstens zeigen kann. Ein Keks. Halt, das war einer zu viel. Nee. Was Süßes, genau. Ja. Gute Marmelade. Und mit dir reden kann ich nicht. Und mit ihm kann ich auch nicht reden. Kaffee. Ah, guck mal hier. Ist noch nicht fertig. Was? Ach so, Moment. Vielleicht. Ja, genau. Ein bisschen das Feuer schüren. So. Ah, schon besser. Und jetzt? Ist noch nicht fertig. Muss ich jetzt echt die Raus-Rein-Taktik machen? Ja. Und kann ich mit dir mich in der Zwischenzeit eigentlich unterhalten? Oh, tatsächlich. Dein Paar ist in einem komischen Zustand, Genosse. Ist doch nicht gewalttätig, oder? Wie ein Lämmchen, außer wenn er getrunken hat, was fast immer der Fall ist. Er braucht was zum Ausnüchtern. Was zu essen und was Heißes zu trinken würde schon helfen. Bist du ein Doktor in deiner Freizeit? Ach ja, richtig, klar, wir können doch hier Sachen kaufen. Ja, ja. Ich habe etwas Kaffeeersatz im Regal gesehen. Wenn du echten hast, hätte ich gern ein Viertelpfund. Dein Paar braucht das Koffein. Tschüss. Geht mich nichts an. Das kostet dich eine halbe Krone. Was? Ey, Alter, das ist für dein Paar. Oh, es darf doch nicht wahr sein. Aber? Ja, ja, ja. Na, du sollst sie betreten. Trödel nicht rum. Du willst dir ja nicht einziehen. Und nerv meinen Paar nicht. Nee, der nervt mich. So, Kaffee, jetzt Tasche. Das muss aber... Ja, Fülle. Mit dem da rein. Ja, ja, ja. Dann können wir den mit Kaffee abfüllen. Der wird nüchtern und hört auf rum zu krölen. Ja, ja. Nach dem Kater ein guter Kaffee. Das bewirkt manchmal schon Wunder. Und ich hoffe jetzt auch. So, warum hängst du das jetzt wieder dahin? Na, und? Sehr gut, sehr schön, sehr schön. So, und jetzt trink das. Oh, oder so. Okay. Kann ich jetzt mich mit dir unterhalten? Ja. Sie waren schwer zu finden, Mrs. Ratchet. Ist das Absicht? Ich bin jeden Sonntag an der Speaker's Corner, Sir. Sie können sich ja mal aus Ihrem bourgeoisen Federbett erheben und die Wahrheit von Mr. Engels hören. Mhm. Was, Mr. Ratchet mag früher mal gearbeitet... Ach so, ich kann mich jetzt gar nicht mehr mit ihm unterhalten. Umso besser. Würden Sie uns Ihre Vermutungen mitteilen, was das Verschwinden der Formel betrifft? Ich werde keine Verdächtigungen unters Volk streuen. Wer immer verantwortlich ist für den Diebstahl, hat auch versucht, meinen Bruder zu töten. Ich werde keine Ruhe finden, bevor ich nicht die Schuldigen gefunden und bestraft habe. Würden Sie in Ihrem Rachedurst auch Gewalt gegen Unschuldige anwenden? Die völlig Unschuldigen sind so rar gesät wie schmerzlose Amputationen, Mrs. Ratchet. Denken Sie daran. Sie sind aber genauso weit verbreitet wie die völlig Schuldigen, Mr. Holmes. Denken Sie auch daran. Das Gemälde ist von Thomas Pratt, nicht wahr? Warum meinen Sie das? Ich kenne Pratts Stil. Ich kenne seine Farben. Wie sind Sie dazu gekommen? Er hat es mir gegeben. Daran ist ja wohl nichts Schlechtes. Vielleicht. Was hatten Sie für eine Beziehung zu ihm? Ein sehr netter Mann, unser Mr. Pratt. Immer sehr nett.
Haben Sie eine Idee, wer meinem Bruder schaden will? Ich habe nicht die leiseste Ahnung. Ich bedauere Ihren und seinen Schmerz. Vielen Dank. Ich erkenne den Lebensmittelhändler auf dem Bild. Ist der andere Junge sein Bruder? Ja, das ist David. Er lebt derzeit auf Staatskosten. Er und Sidney sind sich sehr ähnlich, wie das bei Brüdern oft so ist. Haben Sie an der zweiten Internationalen teilgenommen? Ich hatte die Ehre, unsere Gruppe zu vertreten. Das ist kein Vergehen. Die unveränderlichen Gesetze der Geschichte prophezeien den Sieg der Arbeiterklasse. Ersparen Sie mir die Parteitagsreden, Mrs. Ratchet. Ihre politischen Neigungen sind Ihre Privatsache. Der dialektische Materialismus lehrt als unveränderliche Wahrheit... Bitte hören Sie auf. Sie sind eine Radikale, Ihr Mann hat einen Sprung in der Schüssel und Ihr Nachwuchs lässt sich auf dubiose Geschäfte ein. Aber all das betrifft oder interessiert mich im Moment kein bisschen. Ach, das ist wieder so ein typischer Holmes-Satz gerade gewesen. Da Sie ja befreundet waren, tut es mir leid, Ihnen mitteilen zu müssen, dass Thomas Pratt brutal ermordet wurde. Wie schrecklich. Ich habe mich schon gefragt, wo er sich wohl rumtreibt. Er war nett zu mir. Mitfühlend. Fragte immer nach meinem unglücklichen Jungen. Ich werde ihn vermissen. Oh Gott, jetzt ist sie unglücklich. Nee, doch nicht. Würde es Sie schockieren, dass Thomas Pratt in den Diebstahl der Formel verwickelt war? Wenn es stimmt, ja. Ich habe ihn nie für einen Dieb gehalten. Aber wenn Sie Ihren Bösewicht gefunden haben, warum belästigen Sie mich dann noch? Ich weiß nicht, warum er sie gestohlen hat oder für wen. Oder wer seine Komplizen waren. Ich möchte wissen, ob Sie einer davon sind, Mrs. Ratchet. Es ist unmöglich, dass Pratt das alleine geschafft hat. Haben Sie eine Idee? Natürlich nicht. Warum muss es denn eine Verschwörung sein? Aus einer ganzen Reihe von Gründen. Unter anderem deshalb, weil wir die Formel noch nicht wiedergefunden haben. Sie war nicht bei seinen Sachen. Na, das war's jetzt. Moment, mit ihm? Ich kann mich auch nicht unterhalten. Mano. Was mit dem Nähkästchen? Kann ich das jetzt vielleicht mir noch angucken? Aha! Wusste ich's doch! Zahlreiche Röllchen mit dunklen Faden, mehrere Nadeln und ein Stopfei sind zu erkennen. Wir haben doch da was gefunden. Da, oh, schütte aus. Jetzt bin ich gespannt. Einfach alles hingeschmissen. Ein Stück dunkelrotes Wachs war unter einem Stück Cartoonstoff versteckt. Ich wusste es, dass das mit dem Siegelwachs hier was zu tun hat. Ha! Das wird passen. 100 Pro. Warum hat er gerade den Kopf geschüttelt? Das Fragment passt genau zu dem Stück, aus dem Pratts Papierkorb stammt. Ja, also wusste ich es doch. So, mein liebes Fräulein, jetzt hast du ein Problem. Dieses Stück Wachs ist Teil des Siegels von der gestohlenen Formel. Wie sind Sie dazu gekommen? Das habe ich vom Teppich des Ministeriums aufgesammelt. Ich werde es zu meiner Wachssammlung für Kerzen packen. Vergessen Sie dieses Märchen, Mrs. Ratchet. Niemand glaubt es. Sie haben sich in große Gefahr gebracht und ich meine nicht nur von Seiten der Behörden. Was meinen Sie denn? Ich meine, dass Pratt wegen seiner Beteiligung an dem Diebstahl ermordet wurde. Ich meine weiter, dass Sie möglicherweise in Gefahr sind, weil die Formel hier in diesem Zimmer war. Lügen Sie mich nicht an. Was haben Sie damit angefangen? Ich habe die Formel hinter dem Tisch des Schreibers gefunden und sie in den Lesesaal zurückgebracht. Da ist sie jetzt auch noch. Hören Sie auf, Mrs. Ratchet. Eine Lüge, um Pratt zu schützen, wird weder ihm noch Ihnen helfen. Was wissen Sie über Pratt, Mrs. Ratchet? Er wurde früh zum Waisenkind und wuchs bei Verwandten auf. Er sah aus wie ein unglücklicher Mann. Keine Freundin. Keinen Spaß an seiner Arbeit. Und seine Lebenskünstlermasche half da auch nicht besonders. Immer müde. Aber vom ersten Tag an war er im Ministerium immer nett zu mir. Immer nett. Und ich glaube, Sie haben sich für seine Nettigkeit revanchiert. Sie haben für ihn die Formel zurückgebracht. Ja. Nachdem das Fehlen des Dokuments entdeckt worden war, kam er her. Krank vor Sorgen. War fürchterlich aufgeregt. Sagte, es sei durch ein Versehen in seine Aktentasche gerutscht. Und Sie haben ihm geglaubt? Andere hätten ihn vielleicht verurteilt, weil er etwas anders war. Aber zu uns
war er immer nett. Kleine Aufmerksamkeiten und so. Er hat mich gebeten, die Formel für ihn zurückzubringen. Es macht jetzt wahrscheinlich keinen Unterschied mehr. Aber er hatte versprochen, es bei Gelegenheit Mr. Holmes zu erzählen. Ich sagte zu Mr. Pratt, wenn er es nicht täte, sei ich dazu gezwungen. Ich glaube Ihnen, Mrs. Ratchet. Ich wünschte mir nur, Sie hätten sich mir früher anvertraut. Haben Sie eine Idee, wo und mit wem Pratt seine Freizeit verbrachte? Nein, er war ein Einzelgänger. Wir haben uns oft unterhalten, aber er hat niemals Freunde erwähnt. Kennen Sie eine Kneipe namens The Weary Pump? Ich hoffe doch nicht. Aber ich kenne sie leider. Was halten Sie von Eldridge Whitney? Ein aufgeblasener Langweiler. Will immer die anderen Jungs beeindrucken, versagt dabei aber jämmerlich. Schlechte Abstammung vermutlich. Beleidigt mich. Wahrscheinlich fühlt er sich dann besser. Jammerlappen. Ein weiteres Opfer des Klassensystems. Jammerlappen. Wie haben Sie die Formel wieder in den Lesesaal des Ministeriums zurückgebracht? Ich habe da 20 Jahre gearbeitet, Mr. Holmes. Ich bin nicht blöde. Ich habe sie wieder versiegelt und mitten in dem Chaos auf dem Schreibtisch versteckt. Sie fanden es nicht merkwürdig, um nicht zu sagen verbrecherisch, dass das Siegel aufgebrochen war? Man muss das Siegel aufbrechen, um den Inhalt lesen zu können. Das ist doch der ganze Zweck, oder? Eigentlich nicht. Warum haben Sie die Formel nicht wieder in die Ablage zurückgebracht? Ich konnte sie nicht finden. Mr. Pratt sagte, es sei Nummer 5. Ich dachte mir, die Unordnung auf dem Schreibtisch sei genauso gut. Und ich war sicher, dass Mr. Whitney es niemals merken würde, bis ich schon längst wieder zu Hause war. Er ist nicht der aufmerksamste aller Schreiber. Gab es an dem Dokument irgendwas Ungewöhnliches, etwas Unerwartetes? Jetzt, wo Sie es sagen, da war so ein komischer brauner Fleck in einer Ecke. Weiß nicht, wie der da hingekommen ist. Okay. Also dieser Whitney, das ist der Typ, den wir ja im Badehaus hatten. Und da werde ich auf jeden Fall nochmal mit dem ein nettes Gespräch führen. Ich denke mal, bei ihr sind wir jetzt fertig. Mich würde jetzt brennend interessieren, ob ich, nein, in dieser Verkleidung jetzt rauskomme oder ob wir, ja leider, ach Mann, scheiße. Ach, ich hatte mich so gefreut, dass wir jetzt da in die Kneipe da jetzt auch verkleidet hingehen können, aber dem ist leider nicht so. Gut. Watson, bist du immer noch hier? Ja. Mrs. Ratchet wurde als Bauer in diesem Spiel benutzt, Watson. Und es scheint, Whitney hat nicht alles gesagt, was er über die Formel weiß. Das ging doch klar aus unserer Befragung hervor. Was hat sich geändert? Das verlorene Gut wurde wiedergefunden, direkt unter seiner Nase. Die Formel ist wieder im Ministerium. Vielleicht sollte ich ihm nochmal etwas Feuer machen. Zu viel Hitze kann auch töten, Holmes. Vielleicht würde eine bildlichere Art von Hitze unseren Zwecken ebenso gut dienen. Wenn er nicht schon längst tot ist. Der hängt ja da immer noch drin. Okay, Freunde, dann gehen wir schon mal raus. Die Zeit ist jetzt gleich schon wieder erreicht. Leider, leider Gottes. Oh, zurück auf die Jagd, was, Watson? Spitzt sich hier echt geradezu. Aber wie gesagt, die Zeit ist erreicht. In der nächsten Folge gehen wir dann in die Badeanstalt und nehmen uns Mr. Whitney dann noch ein bisschen zur Brust und schauen mal, wie wir ihm noch ein bisschen Feuer unterm Hinter machen können, im wahrsten Sinne. Und dann freue ich mich und bin gespannt, was wir herausfinden werden und wie lang das Spiel hier noch geht. Also Freunde, wieder hier. Ich beende irgendwie komischerweise viele Teile hier, genau vor unserer Tür, aber gut, so ist es. Wiggy, wiggy, wiggy. Einmal kurz gucken. Nein. Jonas, hast du noch was für mich? Nein. Gut, also dann, Freunde, sehen wir uns hier an Ort und Stelle in der nächsten Folge wieder. Und dann geht es weiter. Macht es gut. Schönen Tag euch noch. NRW bei 18. Adieu.